Weh, da springt mich jetzt auch sowas an wie bei The Beast in Me? Nee, Inside? Inside war es, glaube ich. Ich bin runter. Ah. Oh, was ist denn hier los? Oh, das ausgerechnet noch neben dem Schlafzimmer der Eltern, ne? Oh. Geisterjägeraufzeichnung, Hauserkundung, versteckte Lagerfläche entdeckt 3, Bibliothek, Flur im Obergeschoss, Foyer, Beweise für das Übernatürliche gefunden. 0, okay. Das ist schon mal gut. Vielleicht ist es halt einfach nur ein gruseliges Haus und die haben da drin gespielt, aber es gibt halt einfach keine Geister. Also, eigentlich wäre das echt cool. Das ist einfach nur ein bisschen trollt. Also hier kann man auch irgendwie nochmal durch. Oh Gott. Okay. Im Foyer. An sich ja ein cooles Haus, aber boah. Was ist das hier? Nur Mode eigentlich, ne? Und ein Kreuz. Und Gott liebte die Welt so sehr, dass er seinen einzigen Sohn gab. Wieso ist jetzt die Lampe kaputt gegangen? Die ist einfach nur kaputt gegangen, oder? Irgendwie ist es auch fies, wenn da die ganze Zeit diese Spannung, diese Anspannung aufgebaut wird, aber du wirst eigentlich nie davon erlöst, sozusagen. Wisst ihr, was ich meine? Es passiert halt vielleicht nie etwas. Es gibt keinen einzigen Jumpscare. Es gibt keinen Geist. Es gibt gar nichts. Und du bist die ganze Zeit angespannt, weil du immer mehr und mehr denkst, gleich springt dich was an und dann ist es endlich passiert. Dann erschreckst du dich zwar total, aber danach weißt du wenigstens, okay, da war's. Und du rechnest damit, dass es nochmal passiert. Und hier ist es so. Kommt da noch was? Ich weiß nicht. Ich kann mich nicht entspannen, weil ich Angst habe, dass noch was kommt irgendwie. Oh Gott, ich weiß nicht, ob ihr wisst, was ich meine. Aber es ist voll unangenehm gerade. Das haben wir bestimmt schon gelesen, oder? Ja. Uah! Wo war das? Da ist die verschlossene Tür. Ach, da. Ups. Der Himmel am Ende der Welt, privat nicht lesen. Der grüne Gletscher Teil 2, Samantha Greenbrier, 9. Klasse, 1.12.92. Allegra und die Erkundungstrupp spähten vorsichtig von ihrem Hochsitz im Geäst der Bäume aus durch die dichte Decke aus raschelnden Blättern. Nur einige Meter entfernt wurde strahlend helles Sonnenlicht von den inneren Eiswänden der Gletschermulde in der Wald. Wuchs reflektiert, in der Wald wuchs reflektiert. Es war in der Tat ein merkwürdiger Anblick, solche Üppigkeit in der Nachbarschaft, kalte Eisformationen. Allegra sprang ohne Zögern vorwärts durch die hohen Äste. Der erste Offizier war vom Amazonenstamm des grünen Gletschers gefangen genommen worden. Sein Leben hing an seidenen Faden. Wir müssen uns beeilen! Ihre Mannschaft folgte ihr und sie bewegten sich so leise wie ein Windhauch durch die Vegetation. Allegra landete auf der Lichtung und rief: Halt! Sie sah die Königin der Amazonen auf ihrem Podest stehen, ihre Finger nach dem Hebel greifend, der ihren ersten Offizier in den Bottich unter ihm fallen lassen würde. Sie rief: Nein! Und schleuderte ihren Säbel auf die Hand der Amazone, doch es war zu spät.
Der erste Offizier schrie, als er auf das Wasser zufiel, dann tauchte er ein und war auf unheimliche Weise still. Allegra konnte ihren Blick nicht abwenden. Sie war wie erstarrt durch Furcht und Reue. Sie war einen Augenblick zu spät gewesen. Aber dann begann etwas aus dem Bottich aufzutauchen. Ein Schopf braunen Haares, sowie das des ersten Offiziers. Dann die Schultern und Ärmel seiner Jacke völlig durchnässt. Aber wie die Gestalt dort stand und das Wasser an ihr herunterlief, wurde Allegra bewusst, dass der erste Offizier sich verändert hatte. Er war nicht länger ein Mann. Stattdessen, was sie sah, waren die Augen, das Gesicht, das Haar und die Hände und der Körper einer Frau. Noch immer in der Kleidung des ersten Offiziers. Noch immer der erste Offizier. Er, sie, sprach mit einer sanften, hellen Stimme. Captain? Die Königin der Amazonen sagte, sie ist nur eine von uns. Sie gehört uns. Allegra zog ihre magischen Vorderlader aus ihrem Gürtel und ihre Crew machte die Schwerter bereit. Allegra starrte der Königin in die Augen und sagte, das ist die Liebe meines Lebens und du kannst sie nicht haben. Aha. Ich dachte die ganze Zeit, das wäre schon eine Frau, der erste Offizier. Stand da nicht vorhin auch schon mal sie? Aber vielleicht ist es ein Übersetzungsfehler. Okay, das war die Hälfte von Sams Spind-Kombination. Wir haben eine Hälfte. Uns fehlt eine Hälfte. Die Tür ist immer noch zu, oder? Und dann kommt man hier raus. Das ist echt, echt interessant, oder? Habt ihr irgendwo noch einen Hinweis gesehen? Ach, guck mal, ist das der Bravo? Ups. Ein Hinweis für die erste. Oh! Hi Lonnie, ich habe das hier in der ersten Stunde geschrieben und auf dem Weg zur zweiten in deinen Spind geworfen. Das machen alle coolen Kids, habe ich entschieden. Schreib mir zurück und hier noch eine Idee, wenn du das nächstes... Was du als nächstes zeichnen könntest. Zwei Katzen auf einem Motorrad. Hey, das ist eine gute Idee. Was die ganzen coolen Kids tatsächlich machen, ist, sich Nachrichten auf ihren Pager zu schicken. Aber wir sind cooler als die. Weißt du warum? Weil sie das nicht mit einem Pager schicken können. Ach so, das hier. Weil sie das hier nicht auf einem Pager schicken können. Dein Katzenbild war so gut, dass ich noch einen Hintergrund hinzugefügt habe, um es noch besser zu machen. Vielleicht sollte ich aber lieber beim Schreiben bleiben. Haha, mir gefällt's. Woher wusstest du, dass sie kurz davor waren, die von Aliens entführt zu werden? Ich beobachte gerade Mr. Fisch. Er sieht irgendwie aus wie jemand, der jede Menge Katzen hat. Und jemand, der heimlich Beverly Hills 90210 schaut und keine Folge verpasst. Ich werde ihn mal nach der Stunde wegen den Katzen fragen. Er hat gesagt, dass er zwei Katzen hat und dass er Beverly Hills 90210 noch nie gesehen hat. Aber ich sah ihm an, dass er lügt. Okay. Uns fehlt die Kombination und ich bin mir ziemlich sicher, dass ich alles ganz gründlich angeschaut habe. Hm.
Nee, das habe ich auch schon gesehen. Irgendwo was übersehen. Das hier sieht wirklich aus wie ein Mensch. Das habe ich mir auch schon ein paar Mal gedacht. Pulp Fiction haben wir auch angeschaut. Also nicht den Film, sondern die Notiz. Aber den Film haben wir sicher auch alle schon gesehen, oder? Mehrmals. Aber eigentlich muss es doch in ihrem Zimmer sein, oder? Vielleicht irgendwie was damit zu tun hat? Ach, die Moves von Chun-Li sind das. Ja, da steht halt keine Zahl, ne? Haben wir auch schon. Das ist wieder Captain Allegra. Das Traumtelefon. Steht da eine Nummer drauf? Ja. Aber zu viele Zahlen. Rage Against the Machine. Wolltest du da hingehen? Ha! Kombination! Kombination! Wir waren überall, oder? Nur nicht da, wo wir nicht hin können. Also hier. Ja. Zum Keller, da konnten wir auch noch nicht. Da will ich auch gar nicht hin. Was für ein Riesenhaus! Zweite Hälfte. Klopft da jemand? Oh, ich hatte gerade das Gefühl, dass da jemand klopft, ganz laut. Goodfellow High School, disziplinarischer Verweis. Name Yolanda De Soto, Klasse 12. 20.12.94. Mr. Benchley sah Miss De Soto ein T-Shirt mit einer unakzeptablen Darstellung auf der Vorderseite tragen. Eine große Bierdose mit der Aufschrift Papst Blue Ribbon. Miss De Soto wurde daraufhin zum Büro des Vertrauenslehrers geschickt. Miss De Soto erhielt die Möglichkeit, ihr T-Shirt auf links zu ziehen, es gegen ein T-Shirt aus ihrem Sportschrank zu tauschen oder für den Rest des Tages der Schule verwiesen zu werden. Miss De Soto entschied sich für den Verweis. Ihr Vater wurde angerufen, war jedoch nicht zu erreichen und es gab keinen Anrufbeantworter. Miss De Soto muss dieses Schreiben morgen von ihrem Vater unterzeichnet zurückbringen. Gezeichnet Schulleitung Marcia Kandeslowski. Schülerin Lonnie D. Okay. Und wieso haben wir das? Wahrscheinlich, weil sie es halt ihrem Vater nicht gegeben hat, sondern einfach weggeworfen hat. Und zwar bei uns. Wahrscheinlich, weil sie halt einfach zu Besuch. Der Elternteil hat ja auch nicht unterzeichnet. Eieiei, okay. Wegen sowas wird die schon der Schule verwiesen. Weil die ein T-Shirt anhat, was denen nicht passt. Ist doch lächerlich. Solange sie gut ist und freundlich und höflich und mitmacht und keine Ahnung, ist es doch scheißegal.
Also, wenn sie jemanden geschlagen hätte oder so, aber wegen dem T-Shirt. Das haben wir schon gelesen. Spindkombination. Wie ist sie? Ich weiß es echt nicht. Ich weiß nicht, wo ich noch gucken soll. Ich habe das Gefühl, ich habe schon alles, also jetzt wirklich alles durchsucht. Nee. Fünf null eins oder wie? Also müsste ich nur die erste Zahl noch rausfinden. Du meinst wegen der Uniformpflicht? Ah, da habe ich gerade nicht dran gedacht. Ja, okay. Deswegen so streng. Ja. Ja. An die Uniformpflicht habe ich nicht gedacht. Lonny, 94. Ach, die Lonny hat sich die Haare rot gefärbt. Okay. Lonnie came over today. Everything was different. She was sitting at my desk chair, and she wouldn't look at me. Finally, I asked her what was going on. She said she felt like she'd done something wrong that night in the city. Like I must think... But I said no. There was nothing wrong. I just wanted to say... But I couldn't find the words. I felt like I was gonna cry. But I wasn't sad. She got up and sat next to me on the bed. I looked at her. Lonnie, do you think you could ever... And that's when she kissed me. Ob sie sie da wohl fragen wollte, ob sie abhauen kann? Kellerschlüssel! Morley, Filter-Cigarettes. Da ist doch gar keine mehr drin. Wahrscheinlich wusste sie aber nicht, wo sie die Packung hinschmeißen soll. Gentlemen, das Magazin für Männer, Juli 94, die große UFO-Vertuschung. Spezial, Shannon Doherty, von Beverly Hills. Exklusives Interview mit Medienmogul David Geffen. Endlich Gillian Anderson. Mann, Sam. Ich schätze, wir sollen wohl in den Keller gehen. Yay! Da möchte ich ja auch unbedingt hin. Ist das dann hier der Keller oder was? Ah! Nein! Wo ist dann der Keller? Ach, hier hinten. Okay. Ich kann übrigens nicht laufen. Immer wenn ich laufen will, passiert das hier. Ah, bin ich richtig? Ja. Falls ich irgendwie doch schnell vorbei muss nachher. Will nicht in den dunklen Keller gehen.